So. Herrgott, wie schnell wächst denn das da hinten? Das ist ja voll geil. So. Striker King 420. Einer von uns. Vielen Dank für den Follower. Herzlich willkommen. So, genau. Ich wollte jetzt genau an die Kiste nochmal gehen. Dann würde ich sagen, fangen wir da hinten den. Mach mal den Weg da hinten weiter. Quatsch, was mache ich denn? So, warte mal. Du kommst erst nochmal hierher. Ja, ihr seht, ich habe die Kisten noch nicht bearbeitet. Also aufgeräumt, sortiert. Das kommt aber, denke ich mal, alles mit der Zeit, mit der Ruhe. So, ich brauche aber noch zusätzlich. Gönn dir mal. Jo. Holz. Habe ich unten noch Holz gehabt? Ich glaube nicht, gell? Holz war hier. Nein, das waren die Lore. Da war Holz mit bei. Nee, das waren die Tropenholzbretter. Sehr schön. Nice Shader, Dankeschön, ja. Das war gleich in der im ersten Stream war die Unterhaltung zu den ganzen Mods, die es gibt. Und da habe ich mich dann mal ein bisschen schlau gemacht. Und das sieht echt fantastisch aus. Das ist voll geil. Ja, das ist dieser Simply Shader. Richtig gut. So. Genau. Also, da machen wir hier den Weg weiter und wir müssen parallel noch ein bisschen Holz sammeln, damit man hier die Wege auch zurechtfinden. So, lass uns mal kurz gucken. Wir haben Ausläufer links und rechts. Dann würde ich doch sagen, der Weg führt hier unten entlang. Erstmal angedeutet. Ja, wir könnten ja quasi sagen, der Weg folgt hier dem Strand entlang. Da hat man so eine Strandpromenade. Und dann geht es hier weiter, weil wir haben ja noch so unheimlich viel Kies. Dass hier so Trampelpfade durch den Wald gehen. Das wäre richtig gut. So, was ist das hier? Ist das mein Boot, was hier angezeigt wird, oder was ist das? Weiß ich gar nicht. Gut. Genau, und den Weg könnte man theoretisch auch hier entlang ziehen. Beziehungsweise mit einer kleinen Brücke, dass der da in die Mine geht. Oder in die Höhle. Wenn wir da einen Höhleneingang, dann können wir da noch so einen kleinen. Sag's mal schnell. Kleinen Steg bauen. Genau, dann kann man da quasi in die Höhle reingehen und dann weiter rumwurschteln. Dann hätte man das auch echt hübsch angedeutet. Das freut mich. So, die Laternen, die passen. Trampelpfade haben immer ein bisschen was Magisches, wenn die durch einen Wald führen. Ja, das erinnert mich halt voll an die Kindheit, gell? Oh mein Gott, was wir in die Wälder rumgesprungen sind. Und Blödsinn gebaut haben. Das war gut. Ja. Ja, hier mit Baumputzen, dann irgendwelche anderen. Da hatten wir so eine. Das war bei den Großeltern. Waren wir mal dort und haben. Das hieß am Springen. Und da gab es eben so eine kleine Nische vom Wald mit so einem kleinen Hang. Nicht hoch, das war echt nicht hoch. Wenn man da heute hingeht, dann denkt man sich, ach du, so ein kleiner Hügel. Und da war ein Loch drin. Und dieses Loch haben wir erweitert und haben da quasi so eine kleine Hutze gebastelt. Da haben wir uns dann immer zurückgezogen, wenn wir keinen Bock auf Erwachsene hatte. Oh mein Gott. Ja. Und dann gab es trotzdem Anschiss. Ja, voll gut. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Holz. Dann können wir da alles noch fertig machen. Ach, wieso nehme ich eigentlich die Hake? Ich wundere mich gerade, warum es so lange dauert. So, komme ich da hoch? Ja. Gehen wir da hoch? Ist wieder dunkel, gell? Herrgott. Die Zeit verrinnt wie's Wochenende. Abartig. So, zack. So. Lässt du mich da hoch? So, lass mal kurz hier die ganzen Blätter weghacken. Genau, da wollen wir hin. Das kann ruhig runterfallen. Das lesen wir dann nachher auf.
Und schon ist wieder dunkel. Ja, er schafft Zeiten. Das geht gar nicht. Ups, ei. Blub, blub, blub. So, gehen wir wieder heim. Jetzt haben wir echt nicht viel geschafft, gell? Außer ein bisschen rumdümpeln. So. Zack. Und schlafen. Super. Hatten wir hier eventuell noch ein bisschen was zum Naschen dabei? Tropenfisch? Das ist nicht wirklich gut. Das kann ich vielleicht später für eine Suppe nutzen. Seltsame Suppe. Die lasse ich mal. Na, wir haben ja noch ein bisschen Fisch. Genau, jagen müssen wir dann halt eben auch noch. So, geht da die Wolle hoch. Gut, geht's gleich weiter. Ah, warte mal. Wie ist denn das? Wenn ich das Holz bearbeite, ist das an der Werkbank effizienter? Weiß ich gar nicht. Nimmst du mal hier die Hälfte. Nimmst mal einen weg. So. Up. Da kriege ich jetzt 60 raus. Okay. Wie schaut's mit... Warte. Wenn ich das nur so mache. Bei mir. Mal 4 auch 60. Auch 60. Also macht keinen Unterschied. Okay. Das macht keinen Unterschied. Alles klar. Doch, macht einen Unterschied. Macht's einen Unterschied? Um die Effizienz einfach mehr zu tragen. Blub, blub. Ja, weiß ich nicht. Die Bäume muss ich, glaube ich, nochmal wegnehmen. Dann mache ich alles auf einer Höhe. Ah. Weil das soll ja schon ein wenig romantischer hier werden, gell? So. Gut, dann würde ich so sagen, fang mal hier an. Nimmst du mal hier die Zack. Und setzen den Weg fort. Ja, geht ja relativ zügig das Ganze. Sagen, machen wir das hier auch noch weg. Sehr schön. Genau, wie weit ging das hier rein? Ach, das ging nur bis da rein. Aber hier, das war, glaube ich, das Entscheidende. Ja, da ging es. Da ging es richtig weit rein. So. Na, gehst du mal bitte da hoch? So. Und fup, fup. Jetzt bin ich auch ein zu tief, nicht? Ja, mein Gott, das ist jetzt so schlimm. Wir brauchen ein bisschen Fundament auch, das ist okay. Wo ich den Dreck da verarbeiten könnte. Pass auf, das machen wir auch. Spare ich mir das? Wo sind der andere jetzt hin? Boah, das spiegelt voll geil. Das blendet richtig. Voll geil. So. Ach nein! Boah, Debbele. So. So. Ja, kommt richtig gut.
So, zap, 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 zap. Nein. Ah. Er war hier zu schnell. Da müssen wir dann eben noch halbe oben drauf klatschen. Aber alles mit der Zeit. Warte mal, wie war das? Crouchen und dann kann ich nicht runterfallen. Ja, ja. Nee. Ah, wenn der nicht schon zu viel ist. Wäre schon zu viel. So. Ich habe gedacht, ich höre eine Spinne oder sowas. Aber das war, glaube ich, ich selber. So. Voll gut. Nein, schon wieder. So. Da bin ich schon beim Überlegen, ob ich das hier zumache. Könnte man eigentlich zumachen, das ist gar nicht so blöd. Warte mal. Ja, das machen wir dann. So, das ist hoch genug, da wäre es gar nicht so schlimm. Wenn wir dann da später Treppen einbauen. So. So. Sehr gut. Na, reicht's Holz? Ja, das reicht dicke. Sehr gut. Sehr schön, haben wir hier auch schon einen Weg. Voll geil. Mal hier nochmal so einen großen mit hinsetzen. Warum habe ich da hinten nochmal gegraben gehabt? Das war wegen der Kohle, die wir hier gefunden haben, gell? Ja. Das Licht kann da bleiben. Das passt. Genau, und dann kann man da noch mit Stufen arbeiten. Später dann mehr dazu. Sehr gut. Könnte man rein theoretisch noch eine halbe machen. So. So. Wie viel habe ich denn jetzt hier immer? Das sind immer 5 und 4, gell? Also nicht sauber abgezählt. Ja, bleiben wir bei den. Wie viel haben wir jetzt hier noch? 2, 4, 6, 8, 10. Bleibt wie gehabt. Unsymmetrisch. So. Tief ist Englisch und Englisch ist gut, sagt man immer. Dann können wir später noch Laternen damit hinballern. Sehr schön. Das gefällt mir auch sehr gut. Mit den Laternen. Jetzt pass auf. Jetzt bräuchte ich noch mal ein bisschen Dreck. Dann können wir das hier eine Ebene bringen. Und dann machen wir hier so einen weißen Rahmen drum, dass man da durchlaufen kann. Das hört sich gut an.
So, dann hier die Andeutung. Sehr geil. So, da kann man da noch Stufen basteln. Aber nicht Fille. Es wird auch schon wieder dunkel. Guck dir das an. Katastrophe. Wir ja schon mal das Material einsammeln. Ne? Ja, das mit den Leitern, das muss ich echt noch üben. So. Nein. Da. Holzzaun 2 Stück. Nimmst du mal mit? Haben wir dabei. Dann wollte ich noch direkt mitnehmen. Da. So, um das auszugleichen. Ein Stack müsste reichen. Weißen Stein verkleiden wir das Ganze. Und dann brauchen wir halt nochmal Holz, ne? Also Massivholz. So, was brauche ich denn hier für so eine Treppe brauche ich. Oh ne, wie baut man die? Geht man die Rezepte rein? So eine Stufe. Ach so. Ja, das ist ja nichts Genaues, gell? Wie kann ich in so einem Block wieder herstellen? Weil diese kleinen Platten brauche ich jetzt so gesehen ja nicht. Wenn ich die abbaue, ist es ein ganzer, oder? Nein, ist es nicht. Aber wäre gar nicht mal so schlimm, kann ich ja doppelt machen. Fast. Ich wollte aber jetzt nochmal hier hin. Weil ich wollte noch halbe haben. Jo. Das passt. Sehr schön. So, legen wir uns schlafen. So. Jedes Mal, wenn ich mal kurz weggucke, ist die Handstellung anders und ich erwische, wie er es den nicht. Hä? Wo ist die Axt hin? Oh, wo sind die jetzt hin? Ich hatte noch... Ach, hier. So. Nein, falsch hier. So, jetzt ziehen wir mal gleich da welche hin. Sensi Melli, hi, grüße dich. Vielen Dank für deinen Follower. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Ja, das freut mich. Das ist ja voll schön. So, wunderbar. So, muss hier noch die halben hin. So, die 38. Also hier mache ich jetzt keine Abgrenzung mit irgendwelchen Laternen. Das soll ja nur für uns sein, die Laternen bis hier vorne hin und dann kommen so kleine Laternen mit hin. Das sieht dann irgendwie leicht romantischer aus. Zack. So. So, fupp, fupp, fupp. Jo. Und zack, zack, zack. Ja, für eine Reihe hat es gereicht. Oh, passt. Für eine Reihe hat es gereicht. So, jetzt brauche ich den Dreck. Dann gleichen wir das jetzt mal hier an. Alles viel zu stürmisch hier. Was ist denn da? Zeig mal her. Das geht. Das. Ja. So. So und so. Das sieht gut aus. Jetzt muss ich überlegen, jetzt gucke ich mal.
Da haben wir es jetzt angeglichen. Dann würde ich es auch so stufentechnisch machen. Das wird sogar passen.